Hallöchen und herzlich willkommen zurück zu Splinter Cell Chaos Theorie. Wir sind in der letzten Folge auf dem Frachter Maria Narcissa stehen geblieben. Wir sind kurz vor dem Eindringen in einen Raum mit sehr viel Gaskonzentration. Das heißt, wir müssen dadurch, ohne gesehen zu werden, beziehungsweise ohne eine Schießerei anzuzetteln, dürfen deswegen auch selbst nicht schießen. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an damit. Boom, da sind wir, die Shaders werden wieder geladen. Tür öffnen. Läuft hier jemand rum? Weiß nicht, deswegen... Na, na, na. Okay. Wie ich schon gesagt habe, keine Schießerei anzetteln, ja? Ja, vorher war da aber noch keiner. Könntest du dich bitte umdrehen? Boah, Alter, vielen Dank. Okay, keine Waffe benutzen. Alter, ich wollte den eigentlich von hinten ganz locker so nehmen und da fängt er die Schießerei an. Ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ja, genau, geh nochmal dahin. Ich faile auch gerne. Das muss man mir wirklich mal lassen. Ich faile wirklich gerne. Guck immer so schön auf die Haftkamera, ja? Wir dürfen ja auch selbst nicht schießen, das ist doch voll behindert. Darf ich sowas schießen? Ich weiß es nicht. Probieren wir es doch einfach mal aus. Nee, doch nicht. Dafür habe ich jetzt irgendwie nicht die Eier. Hier jetzt gerade noch ein drittes Mal zu failen, like a boss. Stehst du da wieder irgendwo? Ja komm, jetzt müssen wir schnell abfangen. Bevor er wieder zu viel in Zelle reingeht. Schönes Gesicht hast du, muss man ja echt lassen. Sehr geil. Verhören. Schön ruhig bleiben. Wir wollen doch kein Aufsehen erregen. Oh, wer sind Sie? Ich bin der Brandinspektor und mache mir Sorgen, dass einer von deinen dämlichen Freunden versuchen könnte, hier drin einen Schuss abzugeben. Warum? Riechst du denn nicht das Gas? Doch, aber ich hielt es nicht für gefährlich. Stell dir einmal vor, du müsstest deine Munition irgendwo sicher verstauen. Wo würdest du sie hinpacken? Die Männer haben ihre Kabinen backbaut. Gehen Sie hinter dem Maschinenraum links. Die haben da eine Kiste voller neuer Waffen und vielleicht noch andere Sachen. Bin nicht sicher. Ich werde meine Waffe nicht abfeuern. Mega. Quick Save. In diesem Raum ist es mir sehr wichtig, dass wir nicht die ganze Zeit nochmal von neu spielen müssen. Deswegen hier und da mal ein kleiner Quicksave. Denn anders wird es auch ziemlich langweilig. Lämpchen aus. Und schnell dran vorbei. Dann nicht zu viel Lärm machen. Denn Lärm ist nicht gut. Gar nicht gut. Besonders nicht in diesem Spiel. Bleiben in der Nähe der Generatoren. Und schnapp uns den hier. Sehr schön. Boom. Ah, dieses Spiel ist so gut. Im Gegensatz zu Convection lässt sich das richtig geil steuern. Man wird auch nicht gesehen, wenn man mal ganz kurz im Hellen ist. Beziehungsweise es wird nicht direkt geschossen. Wir dürfen immer noch nicht schießen. Gehst du da irgendwo hin? Ja, sehr schön. Wer ist da? Komm rauf! Nein, da tut er den letzten Schuss noch auf mich abfeuern. Kurz, ich hab doch schon auf Interaktion gedrückt. Alter.
Fuck you. Ich bin gerade so schlecht. Nicht so schnell, sonst werden wir lauter. Den haben wir nochmal. Du willst mir nicht erzählen, dass der mich jetzt... Failing like a boss. Alter, okay. So, gib mir bitte die Pistole. Vielen Dank. Licht aus, danke. So. Jetzt dürfen wir langsam ein bisschen schneller gehen. Müssen natürlich auch gucken, dass der andere uns jetzt nicht wieder sieht. Gehst du bitte weiter? Wehe, du gehst jetzt wieder in die andere Richtung. Oh, vielen Dank. Da oben dürfte uns aber eigentlich nicht gesehen haben jetzt. Quick Save. Puh. Sowas nervt mich unheimlich. Wenn er mich eigentlich gar nicht gesehen haben dürfte und dann sieht er mich doch. Ist die Lampe kaputt? Nimm, 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 nimm. Was war das? Ist da jemand? Nee, nee. Nicht schießen. Komm raus! Du kannst dich nicht ewig verstecken! Jetzt habe ich dich aber. Okay. Auch wieder sehr schönes Gesicht. Auf jeden Fall. So, jetzt einmal hier raus und weg hier. Ich hasse solche Räume. So, was haben wir hier? Nichts, wa? Ja doch. Das kannst du keinem zumuten. Diese verkackte Folge. Ja, natürlich. Okay, das machen wir jetzt ganz konzentriert. Natürlich, natürlich, wir fallen nochmal eins runter. Natürlich. Alter, ich flipp hier gleich aus, ey. Ja, wir regeln das gerne von Mann zu Mann. Kommst jetzt wieder runter? Bringst uns nochmal um? So, irgendwas passiert doch hier jetzt, wa? Ja, natürlich kommt er runter. Wo gehst du lang? Wie es mir scheint, da vorne jetzt rechts, links. Also von ihm aus gesehen rechts. Danke.
Weg damit. Fertig. Quick save. Oh, vielen Dank. Ich habe nicht vergessen zu quicksaven. Ich habe es einfach nicht vergessen. Quick save. Nee, ist zu riskant jetzt. Auf ins Klo. Hier war doch gerade irgendwie noch Objekt wechseln. Oh, vielen Dank. Mein Gott! Ich sehe was! Komm raus! Nice, dass du was siehst. Jetzt siehst du nichts mehr. Hier ist doch dieses... Oder? Ja, tatsächlich. Haben wir das? Zehn Uhr, was? Ja, 10 Uhr. Passt. Gerade etwas ruhiger wieder. Du befindest dich in der Nähe des Schiffsbüros. Es ist auf diesem Deck, Steuerbord. Sind da die Frachtbücher? Ja, dort müssten sie eigentlich aufbewahrt sein. Susi hat den Frachtbüchern Föhler Ferlers Lieferung. Ankunft auf dem... Hey, ist Lacerda hier vorbeigekommen? Ja, er war vor ein paar Minuten hier. Hat sich über die Frachtbücher beschwert, dieser Bastard. Ich hoffe, jemand schneidet ihm die Kehle durch. Mit Typen wie Lacerda sollte man sich nicht... Hey! Komm raus! Ich glaube nicht, dass er rauskommen wird. Wie konnte das passieren? Okay, Ankunft auf dem Schiff. Ich komme irgendwann heute Abend auf Ihr Schiff. Morgen, sorgen Sie dafür, dass mir diese stinkenden Proleten nicht im Weg stehen. Ich möchte nicht gestört werden. Von Hugo Lacerda an Kapitän Diego. Japanischer Geheimdienst vermutet Nordkorea hinter Börsencrash. Der japanische Geheimdienst hat seine Untersuchungsergebnisse über die Ereignisse im Zusammenhang mit dem historischen Börsencrash veröffentlicht. Den Informationen zufolge haben die Regierungen von Nordkorea und China versucht, den Zusammenbruch der japanischen Wirtschaft durch Manipulation an den Weltmärkten und gezielten Desinformationskampagnen herbeizuführen. Wenn das so weitergeht, reicht ein einziger Funken, um diese Mausefalle zu versenken. Auf jeden Fall sehr interessant, was hier so teilweise zwischen den Staaten abgeht. Hier ist doch bestimmt was drauf. Die Frachtbücher sind gefälscht. Den Eintragungen zufolge befinden sich in Lacerdas Container Zuckerrohr und Kokosnüsse von einem malaysischen Händler namens Nakariakov. Nakariakov? Der Name kommt mir bekannt vor. Nakariakov ist ein Codename, den philippinische Drogendealer häufig zur Kennzeichnung von Waffenlieferungen verwendet haben. Anstelle von Nüssen aus Malaysia bekam Lacerda also Waffen von einem imaginären Russen. Genau. Versuche bitte herauszufinden, wo Lacerda abgeblieben ist. Vermutlich weiß der Kapitän, wo er steckt. Gute Idee. Warum gehst du nicht einfach mal auf die Brücke und fragst ihn? Aus dem ganz einfachen Grund, weil die Folge jetzt hier vorbei ist. Deswegen fragen wir ihn in der nächsten Folge von Splinter Cell Conviction. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, einen wunderschönsten, einen mehr als wunderschönsten Restnachmittag. Verbringt ihr mit was Sinnvollem und schaltet auch morgen wieder ein bei Splinter Cell Chaos Theorie. Bis morgen und auf Wiedersehen.